Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier sehen wir den ÖBB CityJet Eco auf der Erdorftalbahn. Dort war er von 23. bis 27. September im Einsatz. Der ÖBB CityJet Eco ist im Prinzip eine umgebaute Baureihe 4746 der ÖBB, dem Akkuzellen aufgebaut wurden. Diese haben eine Kapazität von 528 Kilowattstunden. Damit kann er bis zu 120 km/h schnell fahren und hat eine Reichweite von bis zu 70 bis 80 Kilometern, je nach Begebenheit der Strecke. Die Beschleunigung ist im Batteriemodus etwas geringer als im Strommodus. Das macht aber nichts, da die Höchstgeschwindigkeit auf den Strecken, auf denen er im Einsatz ist, nicht so groß ist. Die Strecke hier hat eine Höchstgeschwindigkeit von maximal 60 km/h, womit er seine 120 km/h nur bis zur Hälfte ausschöpfen kann. Der Zug besitzt 274 Sitzplätze, was eine gute Abwechslung zu den hier eingesetzten ÖBB Baureihe 5047 Triebwagen ist und zu den auf manchen Strecken eingesetzten ÖBB Baureihe 5022 Triebwagen ist, da der CityJet Eco wesentlich mehr Sitzplätze hat. Durch diese höhere Sitzplatzanzahl hat er aber auch eine zu große Länge für manche Bahnsteige auf den Strecken. Dadurch muss ein Zugbegleiter die Zugfahrt begleiten, damit die hinteren Türen vor Herausfallen der Fahrgäste abgesichert ist, falls der Bahnsteig zu kurz ist. Die Zulassung hat er Ende August auf dem Franz-Josef-Bahn-Fest in Sigmundsherberg bekommen. Danach wurde er Anfang September 2 Wochen im Kamptal und auf der Kremserbahn eingesetzt, danach 1 Woche im Kreisental und auf der Kremserbahn und jetzt 1 Woche auf der Erdorftalbahn. Jetzt wird er Mitte Oktober bis Mitte November in Oberösterreich und Salzburg unterwegs sein. Ich mache jetzt eine Mitfahrt von Scheibs bis Burgstall und wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen bei dieser Mitfahrt. Hier befinden wir uns in der Haltestelle Saffen. Hier stehen wir in der Haltestelle Solling. An dieser Stelle befinden wir uns kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Burgstall, wo die Mitfahrt leider endet. Das war's soweit von der Mitfahrt. Ich habe jetzt noch alle Haltestellenansagen aufgenommen und die möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Nächster Halt, Next Stop, Scheibs, Endstation. Bitte alle Einsteiger. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Nächster Halt, Next Stop, Saffen. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste drücken. Nächster Halt, Next Stop, Völling. Nächster Halt, Next Stop, Burgstall. Nächster
Nächster Halt, next stop, Schauboden. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste drücken. Nächster Halt, next stop, Mühling-Pleika. Bedarfshalt. Zum Aussteigen bitte Haltewunschtaste drücken. Nächster Halt, next stop, Mühling. Nächster Halt, next stop, Wieselburg an der Erlauf. Nächster Halt, next stop, Petzenkirchen. Nächster Halt, next stop, Erlauf. Nächster Halt, next stop, Pöchlarn. Endstation. Bitte alle aussteigen. Wir bedanken uns bei Ihnen und hoffen, dass Sie bald wieder mit uns reisen. Ja, das waren soweit alle Haltestellenansagen. Diese sind etwas sehr Besonderes, da man diese in den normalerweise hier verkehrenden ÖBB Baureihe 5047 Triebwegen nicht hört und diese nur in den Cityjets zum Einsatz kommen. Ja, ich hoffe, das Video hat euch insgesamt Spaß gemacht. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.